Hallo, heute berechnen wir die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung NTG aus dem Herbst 2010 und rechnen möchte ich die Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 geht es um einen Edelstahltank, der mit 100 Liter Benzin gefüllt ist und eine Anfangstemperatur von 25 Grad hat. Durch eine Sonneneinstrahlung erwärmt es sich und gefragt wird letztlich danach, wie groß das Benzinvolumen nach Erreichen der Temperatur ist. Wir schauen uns das Ganze an der Skizze wieder einmal an. Wir haben also einen Behälter. Und zunächst einmal glaube ich, dass dieser Behälter nach oben hin offen ist, denn sonst würde selbstverständlich dort in diesem für sich geschlossenen Behälter eine Art Überdruck entstehen infolge der Sonneneinstrahlung, sodass wir sagen können, das Flüssigkeitsvolumen hier drin, also V Flüssigkeit, sind aufgabengemäß 100 Liter Benzin. Das Benzin hat eine Anfangstemperatur Theta 1 von 25 Grad Celsius. Durch Sonneneinstrahlung erwärmt sich das Ganze auf Theta 2 gleich 50 Grad Celsius. Wir können sofort sagen, auch ohne die Frage näher zu kennen, die Temperaturdifferenz Delta Theta sind 25 Kelvin. Wahrscheinlich werden wir die wohl brauchen. Gefragt ist, berechnen Sie das Benzinvolumen in Litern, also gesucht,